2021 bin ich im Städtchen Bayreuth als Touri unterwegs und lerne einen Teil der Stadt und dessen Stadtgeschichte kennen. Ich möchte euch auf eine kleine filmische Reise meiner Eindrücke einladen und diese beginnen wir am besten da, wo man einen guten Überblick über die Stadt hat. Wir steigen die Treppen des Schlossturmes hinauf. Selbiger ist schon eines von vielen Wahrzeichen der Stadt Bayreuth und entstand 1566 aus der Planungsfeder von Caspar Fischer. Das Originelle dieses achteckigen Turmes, übrigens nachempfunden einer kühnen Idee von Leonardo da Vinci, ist die innenliegende Wendeltreppe, die durch eine Reitrampe im äußeren Ring ergänzt wird. Von hier oben aus sehen wir die Stadtkirche, ein im 15. Jahrhundert gebautes gotisches Gebäude mit zwei Kirchtürmen, die mit einer Bogenbrücke verbunden sind. Dass Bayreuth über die Grenzen Deutschlands bekannt ist, ist diesem Bauwerk zu verdanken. Hier in weiter Ferne auf dem grünen Hügel ist Wagners Festspielhaus zu sehen. Im Rahmen einer Stadtführung wurde uns erzählt bzw. weisgemacht, dass das Opernhaus im Zweiten Weltkrieg nicht bombardiert wurde, da es aus der Luft wie eine Brauerei aussieht und die Alliierten sich dachten, nach dem Krieg schließlich auch Bier trinken zu wollen. Der Grundstein für diesen Bau wurde am 22. Mai 1872 gelegt und feierlich im eben eingeblendeten markgräflichen Opernhaus begangen. Wagner dirigierte hier Beethovens 9. Sinfonie. Im Verlauf des Filmes werden wir auf dieses impulsante Gebäude, das markgräfliche Opernhaus, noch intensiver eingehen. Eine weitere wichtige Persönlichkeit lebt hier. Wichtig in jeder Stadt, immer beschäftigt mit der Ausschau nach feindlichen Truppen oder Bränden, nicht zu vergessen der Türmer. Der Turm ist fast 45 Meter hoch und fungierte seit 1960 nicht mehr seinen Namen entsprechend als Schlossturm, sondern als Kirchenturm der Schlosskirche. Und in diese führt uns unser Weg jetzt. Ursprünglich für die evangelischen Mitglieder des Hofes 1758 eingeweiht, wandelte sich die Kirche 1813 zur katholischen Stadtpfarrkirche. Ein besonders stimmungsvoller Ort, zumal sich die Fürstengruft der wohl bedeutendsten Persönlichkeit Bayreuths hier befindet. Neben ihrem Mann und ihrer Tochter treffen wir auf Friederike Sophie Wilhelmine von Preußen, später auch Wilhelmine von Bayreuth genannt. Als Tochter des Soldatenkönigs Friedrich Wilhelm I. und seiner Gattin Sophie Dorothea von Hannover ließ Wilhelmine eine ungeliebte Kindheit und den Drill der Erziehung über sich ergehen. Zusätzliche Belastung für das junge Mädchen war die vergiftete Stimmung ihres Elternhauses. Mutter Dorothea spekulierte für ihre Tochter Wilhelmine auf die englische Krone. Schließlich saß aus dem Hause Hannover Dorotheas Vater und in baldiger Zukunft ihr Bruder als König von Britannien auf dem Thron. Jedoch wurde daraus nichts und die bereits 21-jährige Wilhelmine von Preußen wurde auf Drängen ihres Vaters mit Friedrich III. Markgraf des Fürstentums Bayreuth 1731 verheiratet. Die Umstellung für Wilhelmine war erheblich. Die junge Frau, die fließend vier Sprachen beherrschte und an den schönen Künsten interessiert war, fand ein völlig heruntergekommenes Schloss vor, zerbrochenes Fensterglas, Spinnweben in jeder Ecke und die Vorhänge sollen bei bloßer Berührung zerrissen sein. Es wird gemunkelt, dass das Schloss mit seinen Reliefbüsten von Göttern, antiken Cäsaren und Frauengestalten 1753 nicht aus Versehen grundlos brannte. Angeblich soll es bereits Pläne gegeben haben, welches aus neu erbauten Bürgerhäusern das neue Schloss erwachsen ließ.
Trotz anfänglicher Enttäuschung Wilhelmines über ihre neue Heimat vermochte sie es mit Unterstützung ihres verständnisvollen Mannes Bayreuth zu kultivieren. Ein Besuch im neuen Schloss lässt dies erahnen. In den räumlichen Höhepunkten, wie hier im Herrenflügel, ist das sogenannte Palmenzimmer, genutzt als Versammlungsraum der Freimaurerloge, ein Beweis für Neuerungen intellektueller und baulicher Art. Im Frauenflügel bestaunt man das von Wilhelmine selbst entworfene Spiegelscherbenkabinett und das alte Musikzimmer. Das alte Musikzimmer enthält Porträts der am Hofe wirkenden Schauspieler, Sänger und Instrumentalisten sowie ein Porträt von Wilhelmines Brieffreund Voltaire, mit dem sie sich über philosophische Themen austauschte. Zusätzlich gibt es im neuen Schloss eine kleine Bildergalerie zu besichtigen mit Werken aus deutscher und niederländischer Hand. In dieser Sammlung befinden sich Gemälde von Jan Peter von Bredau, dem Jüngeren. Mit 23 Jahren begab er sich im Jahre 1706 nach Prag und war dort jahrelang für den Prinzen Eugen von Savoyen tätig. Hier etablierte sich der Künstler als Schlachten-, Jagd- und Landschaftsmaler. Prinz Eugen, einer der bedeutendsten Feldherren des Habsburger Reiches, war 1679 Oberbefehlshaber im Krieg gegen die Türken. Somit waren Gemälde mit kriegerischem Inhalt besonders gefragt und hängen heute zum Beispiel im Kunsthistorischen Museum Wien oder auch im Schloss Schönbrunn. Hier in Bayreuth im neuen Schloss sind thematisch fröhlichere Gemälde von Bredau zu finden, wie zum Beispiel diese Kirmesbelustigung, das Ringstechen. Bis jetzt unerwähnt, aber von größter Bedeutung für Wilhelmine ist ihr Bruder, Friedrich II. Von Preußen, auf Friedrich der Große genannt. Wilhelmine unterhält eine starke briefliche Korrespondenz zu ihm und im nächsten Kunstwerk liegt ein Beweis für das gute Verhältnis der Geschwister. In Rom in Auftrag gegeben, ist auf diesem Bild in der Rolle der Kleopatra Wilhelmine zu sehen, die Augustus, das ist Markgraf Friedrich, die Büste Cäsars, die für den Berliner Bruder steht, zeigt. Jedoch ist auch Diplomatie zwischen den Geschwistern gefragt. Österreichische Diplomaten versuchen über den Bayreuther Hof Einfluss auf Preußen zu nehmen. Dazu kommt, dass Wilhelmine sich mit der in Österreich regierenden Maria Theresa trifft, eine Feindin des Bruders, und kein Hehl aus ihrer Bewunderung macht, die sie für die österreichische Monarchin hegt. Daran zerbrach fast das innige Verhältnis zu ihrem preußischen Bruder. Jetzt kommen wir zum spannendsten und schönsten Bauwerk, welches schon zu Anfang kurze Erwähnung fand. Das Wilhelminische Opernhaus,
Wir haben bereits über Wilhelmines Kindheit gesprochen, das Verhältnis zu ihrem Bruder, über ihre Ankunft in Bayreuth, so wie ich ihre künstlerischen Ambitionen schon kurz erwähnt habe. Jetzt zu ihrem Vermächtnis. Das markgräfliche Opernhaus wurde zwischen 1744 und 1750 anlässlich der Vermählung der Tochter des Markgrafenpaares erbaut. Elisabeth Friederike Sophie von Brandenburg-Bayreuth feierte hier ihre Vermählung mit dem Württemberger Herzog Karl Eugen. Das Opernhaus zählt zu den wenigen im Original erhaltenen der damaligen Zeit in Europa. Da Bayreuth nach der Markgrafenzeit gegen Ende des 18. Jahrhunderts zu einer unbedeutenden Provinzstadt geworden war, konnte der Bau die Folgezeit so gut wie unversehrt überdauern. Historiker sehen darin einen Grund dafür, dass dieses hölzerne Opernhaus nicht wie die anderen seiner Zeit einem Feuer zum Opfer fiel. Dennoch fanden hin und wieder Veranstaltungen statt und Mozarts Zauberflöte, Beethovens Fidelio, Karl Maria von Webers Freischütz, um nur einige zu nennen, wurden hier aufgeführt. Beim Besuch des Märchenkönigs Ludwig II. Im November 1866 wurde im damals erstmals mit Gas beleuchteten Gebäude Kostproben aus Tannhäuser und Lohengrin gespielt. Die Bayreuther Besonderheit geriet nie in Vergessenheit und selbst Richard Wagner zog Bayreuth und das bestehende Opernhaus anfangs in Betracht für seine Festspiele. Man war sich über die Besonderheit dieses Opernhauses in Bayreuth immer bewusst, so dass im Zuge der November-Pogrome 1938 die Synagoge dank der unmittelbaren Nähe zum markgräflichen Opernhaus von den Nationalsozialisten nicht in Brand gesteckt wurde. Und schließlich entschied das UNESCO-Weltkulturerbe-Komitee am 30. Juni 2012 positiv über die Aufnahme des Opernhauses auf die ersehnte Weltkulturerbeliste. Flaniert man durch den Park, der seinen Anfang am Neuen Schloss nimmt, trifft man auf die Schwaneninsel, auf Einheimische, die hier entspannen und auf Besucher, die vielleicht aus den umliegenden Museen kommen, wie zum Beispiel das Freimaurermuseum oder das Haus von Franz Liszt sowie jenes Museum, was sich dem Dichter Jean-Paul Friedrich Richter widmet. Wir hingegen stehen vor der Villa Wahnfried, das Wohnhaus der Familie Wagner. 1872 trifft Richard und Cosima Wagner in Bayreuth ein. Das Leben, welches Wagner bis zu diesem Zeitpunkt hinter sich hatte, ist gefüllt mit Turbulenzen, Kreativität und Geldsorgen. Wir sehen Wagners Grab in unmittelbarer Nähe seines letzten Wohnsitzes. Wie der Meister es wünschte, ruht er hier unter einer schmucklosen Grabplatte, die mit Efeu gesäumt ist. Vor der Villa Wahnfried sehen wir die Büste seines Gönners, König Ludwig II. Ohne ihn die heutige Wagner-Verehrung wohl kaum denkbar wäre. Im Eingangsbereich der Villa begegnet man Gestalten aus der Sagen- und aus Wagners Opernwelt, sowie auf seinen Schwiegervater Franz Liszt und auch immer wieder auf König Ludwig. Besucher betreten ehrfürchtig den nächsten Raum und stehen vor einem schwarzen Flügel.
um uns herum Bücher und Porträts wie dieses von Wagner und eines von Cosima, beide gemalt von Franz von Lenbach. In der Mitte eine Fotografie der beiden Liebenden aus dem Jahr 1872. In der Abfolge der jetzt kommenden Einblendungen handelt es sich um Gemälde und Fotografien von Freunden und Familie. Am 22. Mai 1872 wurde der Grundstein für Wagners Festspielhaus gelegt. 1874 bezogen Cosima und Richard Wagner das Haus Wahnfried und im Jahr darauf wurde Wagners Festspielhaus so weit fertiggestellt, dass bereits die Proben beginnen konnten. Tausende Menschen zieht es durch Wagner nach Bayreuth. Das bleibt nicht ohne kommerzielle Folgen. Man begegnet ihn überall. Dass er nie in Vergessenheit geriet, ist natürlich seiner Musik zu verdanken, aber auch seinen Erben, die ihn immer hochgehalten und durch alle Zeiten der Geschichte gut vermarktet haben. Ein Besuch des Festspielhauses ist auf jeden Fall zu empfehlen. Wer keine Karten für einen Opernabend bekommt, sollte zumindest eine Führung durch das Gebäude mitmachen. Es lohnt sich. Leider ist Fotografieren nicht gestattet, dies würde sich aber auch kaum lohnen, da das Gebäude jeglichen Schmuck, Verzierungen oder Kitsch fehlt. Dies hat mehrere Gründe, der wichtigste ist anhand der Bestuhlung zu erklären. Selbst auf eine Polsterung der Holzsitze wurde verzichtet, um den Klang der Musik nicht zu dämpfen. Zu den akustischen Grund kommt der ästhetische, da Wagners Musik und die gezeigte Inszenierung glänzen soll, und nicht der Publikumsraum. Cosima Wagner leitete von 1883 bis 1908 die Bayreuther Festspiele, danach ihr Sohn Siegfried Wagner, nach seinem Tod 1930 seine Frau Winifried Wagner. Siegfried und Winifried Wagner bewohnten das 1894 gebaute Anwesen neben der Villa Wahnfried. Auch diese Räume können heute besichtigt werden und geben einen Einblick in die Geschichte der Festspiele von 1930 bis 1945. Im Zusammenhang mit diesen Jahren lädt vor dem Festspielhaus im Richard-Wagner-Park die 2012 installierte Wanderausstellung »Verstummte Stimmen« zum Nachdenken ein. Noch einmal zum Blauen Blut. Das Markgrafenpaar Wilhelmine und Friedrich von Bayreuth sammelten während einer fast einjährigen Italienreise 1754 Eindrücke, die es im Schloss Fantasie umsetzte. Der Bau begann 1758, wurde aber bald unterbrochen, da Wilhelmine noch im selben Jahr im Alter von 49 Jahren starb. Friedrich führte 1761 den Bau fort. Auch er konnte die Fertigstellung nicht miterleben. Er starb im Jahre 1763 im Alter von 51 Jahren. Die Tochter des Markgrafenpaares, Prinzessin Friederike,
erbte den Besitz. Sie ließ das Schloss bis 1765 von Johann Jakob Spindler fertigstellen. Es beherbergt das sogenannte Spindlerkabinett, eine Intarsienarbeit der Gebrüder Johann Friedrich und Heinrich Wilhelm Spindler in einer originalgetreuen Nachbildung des Originals, das sich im Bayerischen Nationalmuseum in München befindet. Im Schlossgebäude, welches nur noch wenig historischen Charme versprüht, wurde im Juli 2000 das damals deutschlandweit erste Gartenkunstmuseum eingerichtet. Sehenswert ist der Park um das Schloss herum und vermittelt einen abschließenden, erholsamen Eindruck dieses Kurzurlaubes.